Also meine Damen und Herren, willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal sehen wir hier, diese furchtbare Kopfhaut von diesem armen Menschen mit erheblichem Haarausfall, hat auch wahrscheinlich eine Glatze. Und wir sehen diese komischen, ausgeprägten Ulcera mit ganz viel Schorf. Und hätte auch keine Ahnung, was das sein könnte. Aber im Angebot ist Morbus Behçet, Polyarteritis nodosa, Granulomatosis mit Polyangiitis, das wäre das gleiche wie Ankervaskulitis, Takayasus-Arteritis und Riesenzell-Arteritis. Also wir haben vier unterschiedliche Gefäßerkrankungen und eine Autoimmunerkrankung, die eigentlich die Schleimhäute betrifft. So Morbus Behçet sollte es nicht sein, es ist ja schließlich keine Schleimhaut. Polyarteritis nodosa wäre wohl eine Möglichkeit, das betrifft mittelgroße Arterien, aber auf dem Kopfbereich, was auch mittelgroße Arterien betrifft, ist eigentlich Riesenzellarteritis. Sowas habe ich noch nie gesehen, aber man könnte sich vorstellen, dass wenn beide Temporalarterien verschlossen sind, dass vielleicht solche nekrotische Ulcera sich entwickeln könnten. Takayasus-Arteritis betrifft ganz große Arterien, das sollte es wohl nicht sein. Und so würde ich tippen auf Riesenzellarteritis und dann nächste Woche werden wir weitere Informationen hier erfahren, ob dieser Patient auch Augenprobleme hatte, weil die retinale Arterie häufig betroffen ist und ähnliches werden wir dann nächste Woche erfahren. Also dies soll Riesenzellarteritis sein. Also nochmal Morbus Behçet, wo die Ursache eigentlich nicht bekannt ist, immer noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich mit auch irgendeinen Infektionen einhergeht, betrifft Schleimhäute, Augen, aber nicht Schädelhaut. Polyarteritis nodosa, mittelgroße Arterien, Niere ist häufig involviert, Milzarterien und so weiter. Libido reticularis sieht man häufig an der Haut. Geht einher mit Hepatitis B oder Hepatitis C Infektionen, aber sieht anders aus, als was uns heute konfrontiert. Dann Takayasus Arteritis betrifft die Aorta oder ganz große Arterien. Das war bei diesem Patienten wohl nicht der Fall. Riesenzellarteritis könnte man sich vorstellen. Hier ist die Temporalarterie die ist dann häufig verschlossen und werden Biopsien durchgeführt und kann man ganz gut behandeln. Das soll die Diagnose sein. Und Ankervaskulitis, das ist natürlich nicht, nämlich das betrifft die kleinen Gefäße und wird häufig heute granulomatöse Polyangiitis genannt. Herrn Wegeners Namen darf man nicht mehr erwähnen, dank Alexander Voivod. So nennen wir es heutzutage granulomatöse Polyangiitis. Itis oder Ankervaskulitis. Jetzt das erste Thema im New England Journal ist die Nierenspende. Und Nierenspender haben eigentlich nur ein sehr geringes Risiko, aber das Risiko ist nicht null. Und wenn man jetzt 50% seiner Nierenfunktion an anderen Menschen schenkt, dann ist das Risiko, dass man selber vielleicht Nierenversagen oder Herz-Kreislauf-Folgen, Blutdruckerhöhung, Proteinurie, koronare Herzerkrankung und so weiter und so fort entwickelt, ist natürlich größer als in der Allgemeinbevölkerung. Und denken Sie vielleicht an Frank-Walter Steinmeier, der hat seiner Frau eine Niere geschenkt und ist auch Mitte 60 oder so und hat er durch diese Spende ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Und das wurde errechnet von riesigen Kohorten in den USA, wo man unterschiedliche Phänotypeneigenschaften mit eingeschlossen hat, um zu errechnen, was ein Risiko sein könnte, wenn man jetzt die Hälfte seiner Nierenfunktion einem anderen Menschen schenkt. Und es gibt sogar hier einen Internetanschluss, wo man hier so einen Rechner runterladen kann und sich selber testen kann, ob man
in Frage kommt als Nierenspender. Und wir gucken uns diese beiden Beispiele an. Hier ist eine Frau, sie ist 40, sie ist weiß, sie hat eine normale glomeruläre Filtrationsrate. Systolischer Blutdruck ist normal, sie schluckt keine Medikamente, sie hat ein normales Body Mass Index, sie hat keinen Diabetes mellitus und sie raucht keine Zigaretten und hat keine Proteinurie. Also deren Risiko, selber jetzt Nierenversagen zu entwickeln, wenn sie jetzt Spenderin ist, ist 0,04%, weit unter 1%. Im Vergleich dazu, hier sehen wir einen 50-jährigen Mann, der ist schwarz, der hat schon etwas eingeschränkte Nierenfunktion, hat einen Blutdruck von 150, schluckt Antihypertensiva, ist aber nicht dick, aber hat Diabetes mellitus und sein Risiko, irgendein Problem später zu entwickeln, ist in den nächsten 15 Jahren ist 6% und über das ganze Leben übertragen 15%. Also der würde als Spender nicht in Frage kommen. Also das ist das Thema in diesem Paper und ich finde das auch ziemlich interessant. Und hier können wir sehen, was diese 7 Kohorten ergeben haben. Und Mann zu sein ist immer schlecht im Vergleich zu Frau zu sein und schwarz zu sein ist immer schlechter als weiß zu sein. Und so sind die Risiken. Aber wenn man jetzt älter wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man es sowieso noch nicht hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann später Nierenversagen entwickelt, natürlich gering, weil die Todesursachen anderer Sort sind dann häufiger. Und so habe ich mich selber hier reingetippt. Ich bin 74 Jahre alt, bin Mann, bin weiß, habe eine GFR von 90, systolischer Blutdruck, muss aber ein Medikament schlucken, bin nicht dick, habe keinen Diabetes, komme in Frage als Nierenspender. Hoffentlich wird man das nicht brauchen, aber ich würde in Frage kommen dafür, weil ich noch im blauen Bereich bin. Das sollten Sie sich mal angucken und hier sehen wir auch unterschiedliche Szenarien und hier relative Risiken übertragen und mit unterschiedlichen glomerulären Filtrationsraten und unterschiedlichen Mengen an Proteinurie und unterschiedlichen Blutdruckwerten, das können Sie sich alles angucken. Aber eigentlich finde ich diese Internetverbindung, um das schnell zu errechnen, finde ich gar nicht schlecht. Und so hat dieser Artikel mich interessiert und ich glaube, das wird dann auch häufig angewendet werden, um Spender zu evaluieren. Das nächste Thema ist ein Krebsthema und hier habe ich viel gelernt über ein Protein, das ich eigentlich nicht kannte. Das heißt Nucleophosmin und Nucleophosmin ist ein Protein, das hauptsächlich im Nukleolus tätig ist. Und Sie werden sich daran erinnern, Nukleolus ist ein Organell innerhalb des Zellkerns, wo ribosomale RNA gespeichert wird und bearbeitet wird. Und dieses Nucleophosmin hat unterschiedliche Aufgaben als Histon-Chaperon-Protein und in der Ribosomalen Biogenese und genomischen Stabilität und DNA-Reparatur und alles Mögliche. Hier taucht auch P53 auf. So kann man sich vorstellen, dass es vielleicht auch etwas mit Krebs zu tun hat. Und in der Tat ist Nucleophosmin relativ häufig mutiert bei Tumoren und ziemlich häufig bei der akuten myologischen Leukämie. Und das ist unser Thema, nämlich wenn man diese Patienten mit AML, akute myologischen Leukämie, behandelt, die werden ziemlich aggressiv chemotherapeutisch behandelt, dann hätte man gerne ein Kennzeichen, ob die Behandlung adäquat ist oder nicht. So guckt man, ob sie noch möglicherweise Residualerkrankung übrig haben. Das kann man in Knochenmarksbiopsie feststellen oder vielleicht auch an Zellen im zirkulierenden Blut. Kann man nach Mutationen an bestimmten Proteinen gucken. Und hier hat man dieses Nucleophosmin ausgewählt als Kandidatprotein, als Biomarker für residuelle Erkrankung bei Patienten, die behandelt sind für AML. Und man hat hier bei 346 AML-Patienten, die chemotherapeutisch behandelt worden sind, hat man hier Mutationen in Nucleophosmin gefunden mit PCR und dann hat man diese NPM1-Mutationen verwendet als Marker, ob die Therapie adäquat war oder nicht.
Und Patienten mit AML haben unterschiedliche andere Mutationen, die hier aufgetragen sind. Aber wie man sich vorstellen könnte, Patienten mit minimalresidualer Erkrankung oder MRD, die haben natürlich ein Risiko eines Rückfalls zu erleiden, viel höher sind als Patienten, die uns sterben, viel höher sind als Patienten, die das nicht haben. Und diese anderen Mutationen in dieser Hinsicht spielen eine untergeordnete Rolle. Und dieses No-Brainer-Paper eigentlich. Also die Patienten, die positiv waren für diesen Marker, der Hinweis gab, dass sie residuelle Erkrankung hatten, die sind natürlich schneller abgestorben als die Patienten, die das nicht hatten. Und die waren auch häufiger rückfällig als die Patienten, die das nicht hatten. Und ob sie gleichzeitig diese FLT3-Mutation hatten oder nicht, war das auch der Fall. Und wenn sie diese DNMT3-Mutation hatten oder nicht, war dies immer noch, dieser Marker gab gute Informationen, ob sie residuelle Erkrankung hatten und dadurch ein erhöhtes Risiko oder nicht. Das ist alles hier gezeigt. So MRD negativ zu sein, ist immer eine viel bessere Sache als MRD positiv zu sein. So könnte man sich vorstellen, dass dieses Nukleophosmin dann in der Behandlung von AML-Patienten angewendet wird. Wenn eine Mutation im Nukleophosmin vorliegt, was häufig ist, dann kann man das als Biomarker verwenden, ob die Patienten residuelle Erkrankung haben oder nicht. Nächstes Thema, Metformin ist das einzige Medikament, das bei Typ-2-Diabetes eine Begünstigung des Herz-Kreislauf-Risikos bedeutet. Und Metformin vermindert Insulinresistenz und die Triglyceridspiegel fallen ab. Und da sind unterschiedliche metabolische Abläufe, die dann dadurch resultieren, wenn man Patienten Metformin gibt. Und es läuft über die AMP-Kinase, hier gezeigt, die über mTOR und ACT und unterschiedlichen Stoffwechselwegen dann funktioniert, um Lipid-Synthese zu unterdrücken und Glykogensynthese zu erhöhen, Gluconeogenese zu vermindern und so weiter. Also Metformin ist ganz gutes Zeug und das haben wir seit 50 Jahren und wird angewendet bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Jetzt hat man die Überlegung, dass vielleicht Metformin auch bei Prädiabetika oder bei besonderen Risikogruppen auch eine günstige Wirkung auslösen könnte. Und eine Gruppe, die in Frage kommt, sind adipösen Frauen während der Schwangerschaft. Und hier hat man adipöse Frauen und die sind schon ziemlich adipös. Hier ein BMI von 38,6. In beiden Gruppen hier ist 38,4. Also diese Frauen sind schon ziemlich kräftig und wurden schwanger und die Hälfte sind randomisiert worden zu Metformin und die andere Hälfte zu Placebo. Und die Idee war es hier, dass Metformin vielleicht zu einer Verminderung des neonatalen Geburtsgewichts führen könnte. Nämlich diese prädiabetischen Frauen haben große Föten und das bringt auch Risiken mit sich und würde man ganz gerne vermeiden. Und der sekundäre Endpunkt war, dass vielleicht maternale Gewichtszunahme, Auftreten von Diabetes während der Schwangerschaft und die Präeklampsie vielleicht herabgesetzt werden könnte. Also hier sind die Patientinnen und unterschiedlichen Unterteilungen und ob sie hyperton sind oder nicht und wie viele Kinder sie schon gehabt haben. Aber Aussage sind diese Body Mass Index Werte. Und was wir hier sehen, ist, dass tatsächlich war die maternale Gewichtszunahme weniger in der Metformin-Gruppe als in der Placebo-Gruppe, aber eine Auswirkung auf Geburtsgewicht bei den Föten war nicht zu erkennen. Aber nichtsdestotrotz, das Auftreten von Präeklampsie war erheblich weniger, und das ist ziemlich eindrucksvoll, in der Metformin-Gruppe im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Und dieser sekundäre Endpunkt hat mich ziemlich beeindruckt und vielleicht sollte man sich diese Strategie erwägen, solange dass da keine Risiken sind. Und die sollten wir uns auch
auch angucken und, oh Gott, Entschuldigung, ob in der Metformin-Gruppe irgendwelche Risiken aufgetreten sind. Und eigentlich, die sind hier alle markiert und eigentlich nicht. Und Metformin, diese Frauen haben hier keine Laktatazidose gekriegt oder und so weiter. Aber haben erheblich weniger Episoden von Krankenhauseinweisungen wegen Präeklampsie und Ähnliches bekommen. Und vielleicht könnte man diese Therapie für diese Begünstigung sich überlegen. Das dazu. Wie viel Metformin haben die genommen und war der Blutzucker unterschiedlich? Keine Ahnung. Okay. Das kann ich nicht beantworten. Es tut mir leid. Ich habe die Dosis vergessen, aber das war viel, 3 Gramm pro Tag. Also es war ziemlich viel Metformin. Blutzuckerwerte, ich kann mich nicht erinnern, dass die, ich meine, diese Frauen hatten ja keinen Diabetes mellitus. Man hat sich nicht darauf konzentriert, ich weiß nicht, wie häufig über Blutdruck, Hypoglykämie, das wäre wichtig, das ist nicht aufgetreten bei den Frauen, die das geschluckt haben. So gehe ich davon aus, dass Blutzuckerwerte kein großer Einfluss auf Blutzuckerwerte. Also 3 Gramm pro Tag ist eine ziemlich kräftige Dosierung, würde ich denken. Also das wurde angewendet. Also das nächste Thema, Sie werden sich daran erinnern, in der Tierzucht werden viele Antibiotika angewendet, weil dann die Gewichtszunahme bei Nutztieren und Ähnliches begünstigt wird. Aber das bringt natürlich Risiken mit sich, wie Sie alle wissen, wenn Sie die Zeitung lesen. Aber hier ist es den Leuten eingefallen, vielleicht wäre das auch bei Kindern, die an Unterernährung leiden, eine gute Idee. Und das wird auch in Afrika häufig gemacht, dass die Pädiater Kinder, die an Unterernährung, akuter Unterernährung leiden, dass die behandelt werden mit Amoxicillin, mit dem Gedanken, weiß gar nicht genau, was der Gedanke ist. Es würde mir nicht einfallen, aber das wird routinemäßig gemacht und wir haben auch Lancet Papers uns angeguckt zu diesem Thema. Also hat man diese Kinder mit akuter Unterernährung in unterschiedlichen oder überwiegend aus Niger randomisiert zu Amoxicillin oder Placebo. Und das primäre Endergebnis war Erholung von diesem Unterernährungszustand nach 8 Wochen. Und wir gucken uns diese Kinder mal an. Sie sind unter 2 Jahre alt und unterschiedliche Eigenschaften dieser Kinder sind hier gelistet. Was mich beeindruckt hat, ist, die waren ziemlich anämisch und über die Hälfte hatte einen Schnelltest positiv für Malaria. Also ich glaube, Malaria-Behandlung ist wahrscheinlich wichtiger als Amoxicillin. Aber Amoxicillin wurde hier angewendet. Und tatsächlich in der Amoxicillin-Gruppe war notwendiger Transfer zum Krankenhaus etwas reduziert. Das war auch statistisch signifikant. Die klinischen Komplikationen, unterschiedliche Sachen sind hier gelistet, waren auch etwas weniger. Aber insgesamt haben die Ärzte, die diese Studie durchgeführt haben, gefolgert, dass die Anwendung von Amoxicillin bei Kindern, Kleinkindern mit akuter Unterernährung eigentlich nicht angewendet werden sollte und haben sich dagegen entschlossen, trotz dieser geringen mutmaßlichen Vorteile. Also die haben die Routine-Anwendung von Amoxicillin bei diesen Kleinkindern abgelehnt. Jetzt das Übersichtsthema in New England Journal. Es geht um Frauen, die BRCA1-Mutationen haben oder BRCA2-Mutationen. Sie werden sich daran erinnern, dies sind Reparaturgene und Mutationen in diesen Genen führen zu einer erheblichen Erhöhung des Brustkrebsrisikos und auch ein erhöhtes
Risiko von Ovarialkarzinom. Und es geht darum, was sollte man diesen Frauen raten und was kann man denen zumuten? Und wenn wir uns dies angucken, Brustkrebs, Alter und Auftreten in unterschiedlichen Brustkrebs und Ovarialkarzinom, also das ist schon ziemlich hoch. Und die BRCA2-Mutation ist in dieser Hinsicht nicht besser. Und wenn Sie mit solchen Patientinnen zu tun haben und wollen die beraten, sollten Sie dies vielleicht genauer angucken. Dann gibt es natürlich kluge Gesellschaften, die sich darüber schon ausgelassen haben. Und im Prinzip könnte man durch eine Operation die Brüste dieser Frauen entfernen oder noch weiter gehen als das. Könnte man machen. Oder man könnte sie engmaschig beobachten. Und welche Strategien sollte man hier verfolgen? War da eine Frage? Ich habe es nicht gehört. Okay. Und eigentlich wird hier vorgeschlagen, unterschiedliche Gesellschaften hier haben sich darüber ihre Kommentare hinterlassen. Es kommt darauf an, was die Patientinnen dann im Prinzip wollen. Wenn sie bereit sind, sich engmaschig kontrollieren zu lassen mit MR und Mammographie und anderen Untersuchungsmöglichkeiten, sollte man sie vielleicht nicht routinemäßig ihre Brüste entfernen. Aber wenn sie nicht bereit sind, dies zu machen, Fall bei Fall informierte Beratung bezüglich der Risiken, würde ich denken. Und für Ovarialkarzinom ist keine prophylaktische Operation vorgesehen. Das dazu. Also hier ist wieder ein Fall aus dem New England Journal. Es geht um eine 58-jährige Frau, die ab und zu in Notaufnahmen auftaucht mit Brustschmerzen, die eigentlich ähnlich klingen wie akute koronare Herzerkrankung oder akutes Koronarsyndrom. Und wir gucken uns dieses Elektrokardiogramm an und hier kommt es rein und hier sind die, sieht alles eigentlich ziemlich okay aus, aber diese T-Wellen-Invertierung in V2 und V3, das sollte nicht sein. So hat man eine Koronarangiografie bei dieser Frau gemacht und die Koronarien waren OB. So hat man entschlossen, sie für Perikarditis zu behandeln, hat sie nach Hause geschickt, hat Colchicin und Ibuprofen bekommen, mit der Vermutung, dass sie eine Entzündung des Herzbeutels haben könnte. Dann kommt die wieder rein, wieder mit Brustschmerzen und am Anfang sieht das EKG dann eigentlich nicht verändert aus. Und dann, während sie im Krankenhaus ist, Tag 3 kriegt sie auf einmal das und muss reanimiert werden und hat diese ST-Strecken, dies sieht aus wie eine akute ST-Streckenhebung, hat man sie wieder zur Vorhut geschleppt und dies ist ein Video, können Sie sich selber angucken, ich musste dann versuchen hier zu fotografieren. Die zu einem erheblichen Abfall des Timiflusses geführt haben. Und während dieses Verlaufs hat man dann Urinprobe abgenommen und diese Urinprobe später hat man festgestellt, war positiv für Kokain. Diese Frau ist gestorben, auf dem Kathetertisch gestorben und es schien zu sein, dass diese Patientin sich selber mit Kokain versorgt hat während des Krankenhausaufenthalts, was zu einem akuten Koronarspasmus geführt hat. Und die starb dann an Komplikationen von einem akuten Herzinfarkt. Das dazu. Also das nächste Thema im New England Journal, hier geht es um Erdheim-Chester-Erkrankung oder Morbus Erdheim-Chester, das ich eigentlich nur kenne dank Ralf Kettritz, der diesen Patienten versorgt hat im Virchow-Klinikum. Und hier ging es um einen
50-jährigen Mann, der kam rein mit, war ein Dialysepatient und der kam rein mit diesen beiden Knieveränderungen hier. Diese kalzifizierten Veränderungen hier am Knie, man dachte, vielleicht könnte dieses eine Folge sein von Hyperparathyroidismus, hat ihn auch ziemlich wehgetan. Und man wusste nicht, was er hatte. Na, kurz und gut, letztendlich hat er ein PET-CT bekommen und hatte hier lauter Entzündungszeichen und hat auch diese Szintigraphie bekommen, wo diese Knochen aufleuchteten, die Knie auch, aber das ist hier ein bisschen schlechter zu sehen. Der kleine Fall ist publiziert worden und eine Biopsie ist durchgeführt worden. Und der hat hier im Knochenmark eine Infiltration von lipidgeladenen Zellen, sehen aus wie Histiozyten, die sind CD68 positiv, aber CD1 negativ. Also das sind nicht Langerhans-Histiozyten, aber es sind Histiozyten. Und die sind CD68 positiv, aber CD1A negativ. Und das geht einher mit Morbus Erdheim-Chester, das man eigentlich üblicherweise mit Interferon-Alpha-Therapie behandelt. Und ich hatte noch nie von diesem Krankheitsbild gehört. Jetzt müssen wir uns kurz daran erinnern, wer war denn Paul Langerhans? Und Paul Langerhans war ein deutscher Pathologe vom Ende des letzten Teil des 19. Jahrhunderts, war auch an der Charité. Der ist bekannt, weil er die Langerhans-Inseln im Pankreas beschrieben hat, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind. Aber er hat auch Langerhans-Histiozyten beschrieben und es gibt eine Histiozytose. Und diese Langerhans-Zellen, hier ist ein Beispiel von denen. Und aber in diesem Krankheitsbild geht es nicht um Langerhans-Histiozyten, es geht um nicht Langerhans-Histiozyten. Aber Sie sollten wissen, wer Paul Langerhans war. Der ist nicht zu verwechseln mit Johann Ferdinand Friedrich Theodor Langerhans mit einem ähnlichen Namen. Der war auch ein Pathologe und Mediziner im Ende des 19. Jahrhunderts. Und der hat die Langerhans-Riesenzellen beschrieben, die bei der Tuberkulose und anderen granulomatösen Erkrankungen vorkommen. Also das ist der Langerhans, Theodor Langerhans, und das ist der Paul Langerhans. Und hier im Fall im New England Journal geht es um einen 69-jährigen Mann, der sonst ganz friedlich war und mit seiner Frau gerne zum Tanzen ging. Der wird dann aber krank, verliert 14 Kilogramm in Gewicht, kommt ins Krankenhaus, hat ein systolisches Geräusch und eingeschränkte Nierenfunktion und hat eine Anämie und lauter Entzündungszeichen. Und in der Echokardiographie können wir diesen Perikarderguss sehen und kriegt auch ein CT. Und um beide Nieren hier im Retroperitonealbereich sieht es aus, als hätte er eine Vermehrung von irgendwelchen Bindegewebe hier. Würde mir auch vielleicht Retroperitonealfibrose einfallen. Das war aber nicht der Fall, weil der keine Evidenz hatte für eine IgG4-Erkrankung. Die Retroperitonealfibrose Morbus Ormond ist ja eine IgG4-Erkrankung, also das war nicht der Fall. Der kriegt dann aber auch dieses PET-CT, was lauter Entzündung zeigt in unterschiedlichen Arealen im Körper. Hier auch hinter beiden Augen ist die Augenmuskulatur hier betroffen, sodass er Doppelbilder kriegt, wenn er versucht, diese Augen zu bewegen. Und er kriegt dann letztendlich schwere Schmerzen in den Beinen. Und das klingt eher nach Morbus Erdheim-Chester. Dann hier ist ein Herz-MRT und hier können wir diesen Perikarderguss wieder bewundern. Und IgG4-Spiegel waren aber normal. Und der Doktor, der diesen Fall diskutiert, tippt auf Morbus Erdheim-Chester und dann wird diese Szintigraphie durchgeführt und hier sehen wir wie hier beide Beine hier ums Kniegelenk auf beiden Seiten hier stark betroffen sind von dieser entzündlichen Erkrankung. So hat man bei diesen Patienten auch letztendlich dann Biopsien durchgeführt und der hat auch CD68 positive Histiozyten, wie hier gezeigt. Diese Histiozyten waren CD1A negativ, das heißt nicht Langerhans-Histiozyten.
Man konnte diesen Patienten nicht mit Interferon Alpha aus unterschiedlichen Gründen behandeln. Der wurde behandelt mit Anakinra, was eigentlich eine Antikomplementbehandlung ist. Was ich auch erfahren habe, ist, diese Patienten, obwohl dies nicht eine maligne Erkrankung ist, haben häufig diese BRAF-Mutationen, die wir kennen von dem malignen Melanom und anderen Erkrankungen. So hat man den auch mit Vemurafenib behandelt, als Anakinra nicht ausreichend war. Und das ist dann alles langsam besser geworden. Also Morbus Erdheim-Chester. Nicht langerhans Histiozyten, die CD68 positiv sind und CD1A negativ sind. Und hier ist die Frage der Woche. Was soll man machen mit einer Patientin, die bei der Untersuchung eine Läsion hat am Gebärmutterhals? Und hier sind unterschiedliche Möglichkeiten angeboten. Und ich würde denken, wenn da eine Läsion ist, das Praktische zu machen, wäre eine Biopsie. Nach dem Motto, geh, wo das Geld liegt, go where the money is. Und das ist auch die richtige Antwort. Und diese anderen Sachen sind nicht angebracht. Biopsie, gut, das dazu. Dann in Lancet hat mich dies interessiert. Hier ist wieder mal eine Stent-Studie. Und hier hat man Everolimus beschichtete resorbierbare Stents verglichen mit Everolimus beschichtete metallische Stents. Und das primäre Endergebnis war, wie geht es mit Zielläsion-Revaskularisierung? Das will man ja eigentlich vermeiden. Und die sekundären Endergebnisse haben auch die Zielläsion mit eingeschlossen, aber dann ging es auch um Myokardinfarkt und weitere Ischämie und Herztod und alles Mögliche hier. Und hier sehen wir die Patienten und sind überwiegend Männer und mittleren Alter und Diabetes mellitus ist häufig und Dyslipidämie und alles so, was man erwarten würde. Dies ist eine Auswertung von einer ganzen Reihe von Studien zu dieser Fragestellung. Und es stellt sich raus, der resorbierbare Stent ist eigentlich schlechter abgeschnitten als der metallische beschichtigte Stent. Da war kein Unterschied im Primärergebnis, aber Stentverschluss und Stentthrombosen und ähnliches waren höher mit dem bioresorbierbaren Stent als im einfachen metallbeschichteten Stent. Dann Irinotecan ist ein Topoisomerase-Hemmer. Und die Topoisomerase ist notwendig, sodass die DNA ordentlich gewickelt wird oder entwickelt werden kann. Ich habe ehrlich vergessen, welches, aber Sie werden das wahrscheinlich wissen. Und Irinotecan wird angewendet bei der Behandlung von Pankreaskarzinom. Und hier sind Patienten mit Pankreaskarzinom, die mit einer Gemcitabine-Basistherapie behandelt wurden, dann auch randomisiert zu Irinotecan oder was anderes, was jetzt hier gerade bedeckt ist. Kann es jetzt auch nicht bewegen. Und was wir hier sehen, F5FU war hier auch, wurde hier auch angewendet und die Irinotecan-Gruppe, ja, ich würde wahrscheinlich lieber in der roten Gruppe sein als in der blauen Gruppe. Aber nach 15 Monaten sind die Patienten eh nicht mehr da. Also ich würde, obwohl dies statistisch, hier ist es, ja, es ist statistisch signifikant, Gesamtüberleben weniger, dieses progressionsfreies Überleben ist ein bisschen besser. Aber die Autoren haben gejubelt und behaupten, dass Irinotecan kann diesen Patienten mit Pankreas Karzinom noch etwas bieten, was Endergebnis bei dieser schweren malignen Erkrankung angeht. Das dazu. Dann hier wieder eine Studie über Gewichtszunahme. Und hier haben diese Skandinavier getestet, ob Frauen, die kräftig zulegen nach der ersten zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft, ob deren Föten ein erhöhtes Risiko haben, was
Mortalität, neonatale Mortalität, postnatale Mortalität oder Stilltod bei der Geburt anbelangt. Und hier haben wir Ausgangs-BMI und hier haben wir die Veränderungen in BMI zwischen der ersten und der nächsten Schwangerschaft hier im Vergleich. Und es geht dann eigentlich um ziemlich viele Patientinnen, muss man schon sagen. Und was wir hier sehen, waren nur Tabellen in dieser Studie. Das Endergebnis war so, dass Stillgeburten waren häufiger bei den Patientinnen, die kräftig zugelegt haben, im Vergleich zu bei denen, die das nicht gemacht haben. Der vielleicht hier hätte vielleicht Metformin eine Rolle spielen können, wie in der New England Journal Studie. Und die Autoren behaupten, dass diese Ergebnisse starke Evidenz sind, dass man den Frauen eine Gewichtszunahme zwischen Schwangerschaften abraten sollte. Das dazu. Dann, hier ist wieder mal eine Studie, um das Risiko AIDS zu verbreiten, zu vermindern. Und es geht um Stillen bei AIDS-positiven Müttern und ob man die Neugeborenen mit Lamivudin oder Eupinavir plus Ritonavir behandeln sollte. Diese beiden Strategien sind verglichen. Und für Experten auf diesem Gebiet vielleicht spielt das eine Rolle, das zu wissen. Aber man konnte keinen Unterschied zwischen diesen beiden Strategien hier feststellen. Hier in dieser Abbildung geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass gestillt wird oder nicht. Und das ist bei diesen Ländern unterschiedlich. In Südafrika, wo wahrscheinlich die Firma Nestle schon dabei ist, den Müttern das abzuraten, wird weniger gestillt als in diesen anderen afrikanischen Ländern. Aber diese beiden Strategien waren nicht unterschiedlich im Endergebnis. Und das letzte Thema in Lancet geht es um die reaktive Arthritis. Und das ist eigentlich eine Arthritis überwiegend in Großgelenken, die eine autoimmune Folge ist von bakteriellen Erkrankungen. Und sowas ist erst beschrieben worden vor 80 Jahren von einem Herrn Reiter und wird auch Reiter-Syndrom genannt. Und der hat es bemerkt nach Patienten, die Urethritis hatten, wahrscheinlich wegen Chlamydia trachomatis. Und das waren Männer und die haben dann so eine Arthritis entwickelt. Heute wissen wir, dass die überwiegend B27 positiv sind, HLA B27 positiv sind und das wird immer noch Reiter-Syndrom genannt. Die können auch solche interessante Entwicklungen haben an den Fußsohlen. Und das ist die reaktive Arthritis, aber das geht auch einher mit Salmonelleninfekte und Campylobacter und Ähnliches. Jetzt, es gibt eine Entität, kannte ich nicht, Ponsetz-Krankheit. Und dies ist eine reaktive Arthritis nach Tuberkulose. Und hier sehen wir ein Beispiel davon. Dieser Patient hatte eigentlich Knieprobleme. Und was wir hier sehen, dies ist eine Langhans. Jetzt, hier geht es um Theodor Langhans. Das ist eine Langhans-Riesenzelle. Aber hier sind nicht Tuberkulose-Erreger hier zu erkennen. Dies ist eigentlich eine allergische Reaktion. Und dies ist ein Beispiel von Erythema nodosum, das bei der Tuberkulose und bei anderen granulomatösen Erkrankungen bei der Sarkoidose auch vorkommen kann. Und hier ist der Fall in Lancet. Es geht um diesen netten Inder und wie man in diesem Röntgenbild erkennen kann, in diesen Oberlappen, der hat Tuberkulose. Und hier ist mal wieder mal eine Langhans-Riesenzelle. Und bei denen geht es um eine aktive Arthritis von Knie, Hüft, Ellbogen, bilateral. Und das klingt eigentlich nicht mit der Gelenkerkrankung, die man sonst bei Tuberkulose erwarten würde, das durch die Erreger induziert ist. Und wenn wir uns den angucken, der hat auch diese Veränderung an den Händen und an den Füßen, hat man im Supplement gesehen. Und dies ist Morbus Ponset oder Poncet, kennen das nicht, Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben. Das ist eine reaktive Arthritis, eine Begleiterscheinung von Tuberkulose.
soll man nicht verwechseln mit eigentlich tuberkulöser Knochenerkrankung, das natürlich auch zu einer Arthritis führen kann, aber dann meistens in ein oder zwei Gelenke, nicht so etwas Allgemeines wie das. So, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche und nächste Woche geht's weiter, hoffentlich wieder mal mit einem spannenden Clinical Journal Club. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.